Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin die Jessie von Kleinen Backsünden und heute zeige ich euch, wie man eine Torte einstreicht. Ich habe jetzt hier eine Buttercreme benutzt, die Swiss Meringue Buttercreme, wie in meinem vorigen Video. Und ja, zu beachten ist einfach nur immer wieder kühlen, das Wichtigste. Und ja, da zeige ich jetzt einfach mal, wie ich sie einstreiche. Und ich hoffe, euch gefällt es und dann sieht man sich gleich wieder. So, jetzt zeige ich euch, wie man die Torte richtig einstreichen tut. Oder wie ihr es einstreichen könnt. So mache ich es jedes Mal. Ich habe es jetzt schon gefüllt. An der Seite verfugt ein bisschen. Und was wir brauchen, ist natürlich unsere Buttercreme. Ihr könnt natürlich auch eine Ganache benutzen, was ihr lieber mögt. Eine kleine Winkelpalette, damit habe ich die Seiten schon verfugt, nicht wundern. Eventuell eine größere Winkelpalette. Ein Teigschaber sollte den rechten Winkel haben. Und schauen, dass er immer so groß ist, ein bisschen größer ist wie eure Torte. So könnt ihr es erzählen, das ist ein bisschen größer wie ein Finger. Und ja, wie fangen wir an? Also ich tue jetzt erstmal ein bisschen was in der Buttercreme oben drauf. Und kurz zur kleinen Info. Also die erste Schicht Buttercreme oder auch Ganache muss jetzt nicht 100% perfekt sein. Die dient eigentlich erstmal zur Krümelbildung. Krümelbindung, Entschuldigung. Nicht Bildung. Daher muss sie auch jetzt nicht so arg dick sein. Das ist mal so. Ein bisschen verstreichen. Ihr könnt auch, natürlich, wenn ihr es mögt, mehr Buttercreme allgemein machen. Oder halt dünn. Ich mag sie nicht so arg dick. Deswegen mache ich es immer lieber dünner. Aber es sollte eine drumherum sein, wegen dem Fondant. Es muss einfach, damit es halt eine gerade Torte ist, keine Wölbung hat, keine Knicke, nicht reinfällt. Und immer darauf achten, also jetzt zum Beispiel deutsche Buttercreme mit Pudding ist jetzt für Fondant-Torten selber nicht geeignet zum Einschmieren. Einfach durch den Pudding. Ihr müsst immer schauen, dass ihr dann eine fondant-taugliche Buttercreme nimmt. Dazu zählt die amerikanische, die aber sehr, sehr süß ist. Die Schweizer natürlich, die Swiss Meringue, die italienische Meringue, französische oder halt die Ganache. Das habe ich mal grob oben eingestrichen. Wirklich nur ganz grob. Jetzt für die Seiten nehme ich mal eine kleine. Ich muss das mal kurz ein bisschen verrühren. So. Jetzt schaue ich mal. Ich hoffe, man sieht das so gut genug. Oder? Moment. Tue ich kurz runtersetzen. So, und gleich wieder da. Ich habe euch jetzt ein bisschen weiter runtergesetzt. Jetzt kann man schön von der Seite eventuell erkennen. Ich hoffe, es geht so. Jetzt nehmen wir einfach immer so ein bisschen Buttercreme und streichen das an der Seite dran. Ich habe jetzt auch unter die Torte so eine Tortenunterheber da. Genommen, so ein Papierunterheber. Einfach damit nicht alles so voll wird, weil es trotzdem wird. Und ja, ich streiche jetzt eine. Nehme es natürlich dabei auf, damit ihr seht, weil ich einmal drum bin. Zeige ich euch mal, wie es weitergeht. Ich lasse jetzt einfach. Ich werde jetzt einfach mal ruhig und könnt ihr es anschauen. Ein Tipp habe ich noch schnell, weil ich es gerade so sehe, wie ich es einstreiche auch. So habe ich es jetzt gelernt und so finde ich es auch am einfachsten. Viele tun ja die Buttercreme jetzt so von rechts nach links zu streichen oder halt auch für die Ganache.
Aber ich finde es um einiges einfacher und auch um einiges besser. Von immer so ein bisschen nehmen, von oben nach unten. So wird es dann wirklich halt voll. So ist auch weniger die Gefahr, dass sie jetzt es dann verschmiert und dann, oh Gott, an der Seite ist gar nichts mehr. Daher mache ich es lieber so. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr es möchtet. Ist jetzt nur mein Tipp. Und ja. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich habe auch noch eine andere Methode, wie ich manche am liebsten bei der Ganache die dran mache. Die zeige ich euch aber mal in einem separaten Video. Da werde ich dann einfach mal ein Video machen oder zwei Videos machen, wie man es mit der Ganache macht. Einmal normal mit dem Einstreichen wie jetzt. Oder mit einer anderen Methode. Und dann könnt ihr auch selber gucken, wie es euch lieber ist, wie ihr es lieber macht. So, ich tue jetzt hier oben noch ein bisschen, damit ich einfach dann nachher die Kante hier auf, hier, wie man sieht, meine Produktcreme habe. Ich habe einfach aufs Eck so ein bisschen Produktcreme drauf. Mich ein bisschen überlappen lassen. Wie gesagt, die erste Schicht muss jetzt auch nicht 100% perfekt sein. Natürlich, umso besser sie ist, umso einfacher habt ihr es nach einer zweiten Schicht. Ihr könnt natürlich auch eine dritte oder vierte Schicht machen. Euch belassen. Jetzt ziehe ich hier oben schon mal ein bisschen was ab. Drehe ich kurz für die Kanten noch. Dann nehme ich einfach, als die Buttercreme an der Seite ist. Hier ein bisschen überlappen. Wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, da ist so viel Buttercreme, wir ziehen es ja gleich nochmal ab und dann ist die Buttercreme wieder weg. Also keine Ahnung. So. Jetzt kommt unsere Teigkarte. Setzen wir jetzt unten an die Torte an, in dem rechten Winkel, tun wir jetzt die Torte abziehen. Immer wenn ihr ein bisschen dran habt, runter, weiter, runter. Jetzt habe ich da diese Wellen drin, ich sage kurz drüber. Da ist jetzt von mir, das habe ich jetzt als Fehler gemacht. Ich habe eins mit Wellen genommen, hat er gesehen, da wenn ich drüber gezogen habe, kamen Wellen. Am besten eins ohne oder ganz ohne, wie ihr es am liebsten möchtet. So, das habe ich einmal rum und abgezogen. Es wird noch oben abgezogen. Das machen wir jetzt einfach immer im rechten Winkel bleiben. Ja, so. Halt nicht um die Kurven ziehen, sondern gerade reinziehen.
Der könnte es auch sein, einfach die Teilkarte ist so heilig. Und dann so reinziehen. Geht vielleicht sogar einfacher. Besser aussuchen. Da muss halt immer schauen, dass er 90 Grad Winkel hat. Und so Zitronen schräg. So. So, das ist mal die erste Schicht. Und jetzt kommt der ganze Kuchen für, ja gut, eine Stunde soll der schon durchkühlen, halbe Stunde, Stunde in den Kühlschrank nochmal und dann, sobald er durchkühlt ist, stehen wir uns zur zweiten Schicht drüber machen. So, die Torte stand jetzt für eine Stunde im Kühlschrank, ist auch schon ein bisschen fester geworden. Und jetzt kommt die zweite Schicht drüber. Da ist jetzt wieder ein bisschen was drauf. Und das ist jetzt die Schicht, wo dann grad sein sollte. Weiß einfach, ich mache nur zwei Schichten immer drauf. Ich kann natürlich auch noch die dritte dann machen. Ich mache es jetzt hier mit der kleinen. Jetzt einfach. Wie gesagt, ich kann noch eine dritte Schicht drauf machen, aber ich mag es nicht so mit so arg viel, deswegen mache ich nur zwei Schichten drauf. Das tun wir wieder erst oben schön platt machen. Wenn man an der Seite sowas runterguckt, ist auch kein Problem. So, mit dem Rest ist hier noch Seite. Und was ist hier? Ich sage jetzt, wenn das Seite ist. So ein bisschen runterstreichen. Ich bin hier irgendwie ein bisschen auf der falschen Seite. Ich muss gerade einen Moment warten. So. Darf ich euch mit auf die Seite nehmen? So. That's it. Für die Creme so. Unterstreichen. Nein, ich denke, ich habe zu viel Creme. Eine Palette ein bisschen abschmieren. So, habe ich hier noch ein paar so Lücken, wo jetzt noch nichts dran war, also ich habe noch ein bisschen dran.
Dann ziehen wir es einfach mit der Teigkarte wieder ab. Ansetzen, immer im rechten Winkel ansetzen und einfach drehen. Ich möchte natürlich auch Rad haben, deswegen drehe ich jetzt einfach so durch. Und so kann er zu arg drücken, sonst kommen, wie man jetzt sieht, die Wellen rein. Einfach ganz leicht drücken nur. Jetzt haben wir hier noch ein paar, zum Beispiel hier, so ein bisschen Löcher. Können wir jetzt einfach ein bisschen mit Buttercreme auffüllen. Ich kann einfach mal ein bisschen mehr drauf tun, das wird ja eh wieder abgezogen. Hat sich da abgezogen. Das müsst ihr alles so oft machen, bis ihr zufrieden seid. Hier keine kleinen Löcher mehr haben. Du musst halt immer so schauen, wie ihr es haben möchtet. Aber einfach, damit es wirklich schön ist, soll das ja halt glatt angestrichen sein. Und abgezogen. So, ihr Lieben, entschuldigt bitte. Es hat mir gerade mein Akku leer gegangen, den Gasstoff gehen. Ich habe schnell meinen Akku reingetan und jetzt nochmal, weil ich habe jetzt extra aufgehört. Wir waren dabei, nochmal den Rest abzuziehen jetzt. Jetzt war ich auch schon fast fertig. Was ich dann gerne mache, wegen der Oberfläche. Nehmen wir ein Messer, aber ein glattes. Und tun mir jetzt hier einfach die Kantmesser so abschneiden. Ihr müsst es nicht so machen, ihr könnt es. Das ist halt wirklich einfacher. Ja.
so. Ist da rüber. Ich habe gerade noch hier eine Wölkung drin. Eine Wölkung, eine Vertiefung. Da habe ich jetzt zu wenig Buttercreme gehabt. So. Nehme ich eine etwas kleinere Teigkarte. Kann ich nochmal zeigen, wie ich es meine. Nicht um die Kurve, einfach nur so ganz gerade. Und dann schnell mit der Hand dran. Und die Torte, so wie ich gerade eben. Hier noch ein paar Löcher. Noch ein bisschen zuspachteln. Geben. Natürlich auch machen könnt. Genau. Großen. Dunkelpalette. Bin jetzt auch einfach, muss halt gerade schauen. So abziehen. Ich kann natürlich auch mit dem Lineal machen. Ich weiß leider gar nicht, wo mein Lineal ist. Ich weiß mit ihr. Fertig ist unsere eingestreifte Torte. Jetzt muss es natürlich noch ein bisschen kühlen. Dann kann man auch schon den von dort drauflegen. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch. Ja, abonniert den Kanal, abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin dann. Tschüss.